Hallöchen. Herzlich willkommen zurück bei Green Hell. Weiter geht's an dieser Stelle. Wir haben den Norden jetzt soweit abgelaufen. Großartigerweise, weil das ursprüngliche Ziel war der Süden. Wir sollten jetzt eigentlich ganz im Nordosten der Karte sein, bei der Höhle mit dem Lastenaufzug, Fahrstuhl, wie auch immer. Allerdings kommt man von diesem Teil der Karte, ich habe zumindest keinen Weg gefunden, nicht direkt runter in den Süden. Das heißt, wir müssen irgendwie in die Mitte der Map. Aussehen tut es trotzdem immer cool. Nicht runterfallen, bitte. Das wäre, glaube ich, nicht so gut. Von den Werten her sind wir super drauf. Sind bei 40 West, 18 Süd. Ich würde jetzt hier glatt nochmal die Molinaria-Blätter hier alle mitnehmen. Da gibt es ja echt mal einen Arsch voll. Haben wir alle? Boah. Hammer. Eine der besten Stellen dafür. Die können wir gar nicht mitnehmen. Dann versuche ich mal, ob ich ein paar Verbände noch herstellen darf. Dann haben wir aber echt mal genug dabei. Ganz gut aus. Ich glaube, wir haben alle. Ne, doch nicht. Na, gib mal her, kann man nicht genug von haben. Dann haben wir das Inventar aber jetzt auch echt vollgestopft. Ja gut, dann ist es so. Mit dem Fleisch haben wir jetzt nicht so ein Glück. Das, was wir vorhin aufgesammelt haben, war verbrannt. Das andere Kram scheint verdorben. Das dürfen wir dann leider mal hier lassen. Warum ist es schon verdorben? Beim letzten Mal noch so lange gepennt? Das kann doch gar nicht sein eigentlich. Gab auch gerade einen größeren Patch, den ich hier kurz vorher noch runtergeladen habe, mit einer ganzen Latte Bugfixes und so ein paar neueren Sachen. Könnt ihr euch mal durchlesen auf der Steam-Seite. Da hinten sehe ich Pilze. Jetzt bräuchten wir eigentlich mal wieder ein bisschen was zu essen. Ich würde jetzt wirklich ungern hier im Dunkeln durch die Kante laufen. Eigentlich geht es uns ja super, dann würde ich nochmal schlafen. Nehmen wir zumindest mal ein paar Pilze mit, wenn wir jetzt kein Fleisch mehr haben. Ah, da wird es aber auch schon hell. Jetzt aus mit Lianen. Sind wir versorgt, das reicht erstmal. Aber um hier durchzustolpern, ist es eigentlich noch zu dunkel. Okay. Liegt schon mal Papagei, den können wir uns noch mal mitnehmen. Scheiße, jetzt bin ich in einen Ameisenhaufen gerannt.
Oh, hier voll den fiesen Ausschlag. Tabakverband? Nee, der geht nicht. Jetzt hätten wir wohl eher Kräuter gebraucht. Die haben wir natürlich nicht dabei. Mist. Aber hier kann ich keinen Verband draufziehen. Das geht nicht. Nee, leider nicht. Das ging ja durchaus gut los. Ich hab's nicht gesehen. Den blöden Ameisenhaufen, jetzt sehe ich's. Direkt an dem euren Papagei dran. Scheiße. Nicht gut. Na klar, gleich wieder eine Spinne. Zwei sogar, meine ich. Immer schön nach Norden. Gib mir mal lieber den Speer in die Hand. Alles aufsammeln, was hier nicht angenagelt ist. Ja. Sieht schon recht spannend aus unten. Aber hier scheinen wir tatsächlich am nördlichsten Punkt zu sein. Ich würde jetzt versuchen, in die Mitte der Karte zu kommen. Das heißt, wir halten uns ein bisschen südlich. Der Ausschlag scheint schon wieder weg zu sein. Gott sei Dank. Und schlagen uns einfach mal mitten durch den Busch hier. Das geht bestimmt gut. Aber jetzt sehe ich zumindest mal ein bisschen was. Was nicht heißt, dass wir nicht trotzdem irgendwo reinlatschen. Stockklinge, die liegt auch einfach ab und zu mal hier so im Weg rum. Würde ich jetzt aber nicht unbedingt haben wollen. Scheiß Ameisenhaufen. Hoffentlich regnet es da rein jetzt. Oh, ich habe schon wieder gedacht, irgendwas packt mich hier. Können wir noch einen kleinen Stopp nehmen? Jo. Dann sind wir da auch voll. Boah, Spinne. Oh, Mann. Nehmen wir mal mit, das ekelige Vieh. Vorne ist ein Schwein. Da wäre ich ja schon sehr interessiert dran. Alter, an jeder Ecke. Wo ist es denn jetzt hingetrapst? Nicht getroffen, scheiße. Wow. Ich höre hier irgendwo so ein Jaguar rumstratzen. Das ist nicht gut. Aber das Schweinchen, das haben wir schon mal gekriegt. Und für die Knochen habe ich keinen Platz mehr. Das ist aber nicht so schlimm. Nur keinen Bock, jetzt dem Jaguar in die Arme zu laufen. Das wäre denkbar schlecht. Ist wieder so ein Vögelchen. Der alte Papagei, den sammeln wir mal. Vielleicht kriegen wir noch ein paar Federn, aber das meiste. Ja, er hat ja viele Federn dabei. Hm.
Edan würde ich schon mitnehmen. Verbände, die scheinen ja ganz gut übereinander zu stacken. Noch eine? Sehr gut. Dann hätten wir ein paar Federn für Pfeile zusammen. Ja, immer schön südlich. Immer schön mitten hier durch. Müsste. Nee. Bin ich jetzt hier gelandet? Das ist genau. Ist das hier Richtung Flugzeug? Nee. Keine Ahnung. Einundzwanzig. Ein lauschiges Eckchen hier. Folgen wir mal hier so ein bisschen im Flussbett. Oder was auch immer das hier sein soll. Sieht fast so aus. Trotzdem immer schön die Augen aufhalten. Schon wieder ein Schwein. Eine Schlange. Oh, hier sind aber viele Schweine. So. Ich würde mich hier durchschlagen. Schön weiter Richtung Süden. Überall bewegt sich hier was. Es macht mich verrückt. Ja. 39, 22. Dann schlagen wir uns mal hier weiter durch. So südlich es denn geht. Hier haben wir Bambus. Stockklinge fliegt hier einfach mal so rum. Guck dich um, dass du da wieder irgendwo reinlatscht. Bis jetzt ist alles ruhig. Okay. Hier sind wir beim Flugzeug. Alles klar. Ah, ich habe mir schon wieder irgendwas eingefangen. Guten alten Egel wahrscheinlich. Eine ganze Reihe. Weg damit. Gut, von hier aus sollten wir dann auch wieder in den weiter in den Süden kommen, hoffe ich. Wir müssen ja noch mal ganz kurz eine Rast einlegen und ein bisschen schlafen.
Sonst kommen wir nicht mehr weit mit unserer Ausdauer. Gibt's hier auch mal irgendwo einen Pilz? Nee. Kann ich nicht dran hochklettern, ne? Oder eigentlich? Da ist es echt nicht mehr weit her. Jetzt haben wir zwar nicht so richtig viel Neues entdeckt. Aber lässt sich nicht vermeiden. Wie gesagt, ich bin der Meinung, dass man aus dem Nordosten, wo wir waren, bei dem Fahrstuhl nicht direkt in den Süden kommt. Da müssen wir diese Schleife hier laufen. Ja, es wird nichts nützen. Ich schätze mal, ich muss noch mal pennen. Dann würde ich mir aber auf jeden Fall... Ja, wir müssen das Fleisch braten. Vorher noch ein Lagerfeuer bauen. Ja, ist gut. Beruhig dich. Wir noch irgendwo Zunder haben. Hier fliegt ja sogar... Na, noch was dran rum. Zünd mal an, bitte. Dafür hat es gerade noch so gereicht, Gott sei Dank. So, dann machen wir uns mal hier ein knuspriges... Schweinesteak? Ugh. Oh ne, die will ich nicht essen. Kann ich die auch brutzeln? Dann würde ich ja mal ein Stück probieren. Von der lecker Goliath-Vogelspinne. Zumindest mal so ein Beinchen. Ey, 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 hier sieht's aus. Verbände haben wir ja mal genug. Und so oft wie ich hier vorbeikomme, könnte ich ja glatt mal ein paar hier lagern wahrscheinlich. Erstmal nehmen wir mit, was geht. So, was brauchen wir? Ein paar Pilze wären nicht schlecht für Kohlenhydrate oder mal eine Banane. Oder die eine oder andere Kokosnuss. Ich glaube, ich habe gelesen, da gibt es jetzt auch nicht mehr so viele durch den Patch. Aber da lagen ja auch teilweise 20 Stück auf einem Haufen. Wenn es da jetzt nicht mehr ganz so viele gibt, dann geht es ja noch. Und ich gucke nochmal eben hier oben. Nicht alles täuscht. Waren hier irgendwo Früchte auf jeden Fall? Dachte ich zumindest. Ja, ein paar Stöcker brauchen wir ja auch wieder. Wir gleich ein paar mitnehmen. Dem Wege. Das mit den Früchten habe ich wohl geträumt. Keine Früchte, keine Nüsse. Aber eine Schlange. Na gut, dann lass uns mal das Fleisch aus dem Feuer nehmen. Ah, hier sind doch welche. Nicht unbedingt jetzt eine Kokosnuss.
aber... Da hinten ist ein Eingeborener. Hat er mich jetzt gesehen? Schnell weg! Ich will nur mein Fleisch. Hat gesehen, dass ich mir was grille? Kommt er hier angeschlichen? So. Müssen wir jetzt aber auch zurück. Hier liegt noch ein Stock. Den nehmen wir mit. Der Schatten, ey. Ich habe schon gedacht, hier ist einer drin. Du bleibst mal schön da hinten, wo du bist. Nehmen wir das Fleisch. So, jetzt sieht es doch schon mal besser aus. Oh, hauen wir noch drauf. Klapperschlangenfleisch. Oh, jetzt ist das Ei vergammelt. Scheiße. Hm. Nee, essen will ich denn? Ein vergammeltes Ei will ich das nicht. Lass mal hier liegen. Wenn es mal ganz nötig ist, esse ich auch ein vergammeltes Ei. Ich werde wohl nicht drum rumkommen, jetzt nochmal zu pennen, sonst bin ich gleich weg vom Fenster. Passt mir zwar von der Tageszeit jetzt nicht so, weil wir dann wieder nachts losmachen müssen. Oder nutzt er jetzt nichts? So, die Klapperschlange ist schon mal fertig. Andere dauert noch eine ganze Weile. Mal ein paar Früchte, um zumindest ein bisschen Kohlenhydrate aufzubauen. Pilze holen wir uns auch mal rein. Jawohl. Und das Klapperschlangenfleisch gibt sogar ein bisschen Energie zurück. Ach, ich wollte ja gucken, ob ich die... Die kann ich tatsächlich grillen, die Vogelspinne. Mh, lecker. Und dann machen wir uns auf die Richtung. Und dann, sobald es geht, links rüber, Richtung Süden. Dann sollten wir nochmal in den unteren Bereich der Karte kommen. Wo wir jetzt noch nicht so viel unterwegs waren. Ich meine, hier oben hatte ich alles abgesucht. So, Fleisch stecken wir schon mal ein. Es geht nicht anders. Ich muss jetzt diese Vogelspinne noch probieren. Und dann hauen wir uns aufs Ohr. Wow. Gekochte Goliath-Vogelspinne. Leute, wenn ich jetzt drauf gehe. Okay. Da leidet schon die geistige Gesundheit ganz schön drunter. Aber es gab ein paar Proteine. Das ist wirklich nur eine Notlösung. Wenn du mal gar nichts anderes zu fressen hast. Aber naja, wer isst sonst auch schon Vogelspinne? Ich hau mich hin, wir brauchen Ausdauer. Ah, schon verbrannt. Okay. Jetzt eigentlich gedacht. Ja gut. Hat ja ein paar Stunden am Feuer gelegen, ne? Löffeln wir mal einen Schluck.
Gucken wir uns mal die Werte an. Langsam dürften die Kohlenhydrate. Na, es geht. Aber wir brauchen unbedingt mal ein paar Nüsse. Und, nee, ich gehe nicht im Dunkeln los. Auch wenn es ein bisschen riskant ist. Aber wir laufen um 6 Uhr morgens los. Zur Not müssen wir einen Riegel essen. Verbrannte Fleisch kannst du hier behalten. Sorry. Mal schnell trinken, was geht, und dann geht's los. Warte, wir wollen mal neue Gebiete entdecken. Wenn es geht, auch mal eine kleine Kokosnuss abstauben. Ich weiß, hier lagen auch immer schon ganz viele rum. Alter, was ist denn das? Lange. Zelten die jetzt hier wieder auf der Straße, hier, die Jungs? Die sehen mich doch, oder? Ja, hier komme ich nicht an denen vorbei, bin ich ziemlich sicher. Das ist doch wieder... Duellen eingeboren. Was wollen die denn hier? Das sind meine, meine Straße. Müssen wir uns mal wieder hier das Unterholz schlagen. So, sollten wir an denen vorbeikommen. Die Frage ist nur, beißt uns hier gleich wieder was in den Arsch. Das ist der nächste. Hier weg. Nein, nein, nein. Bin ich hier. Ich bin einer von euch. Du Scheiße, da oben ist der Nächste. Panik! Ist er hinter mir? Nee, ich glaube, er hat mich nicht gesehen. Sehr gut. So viel zu gleich links weg. Schon wieder Schlange. Mann! Na komm, wo ist die Spinne? So, darüber müssen wir. Würde ich sagen. Ja, das täuscht. Ja. Dass wir uns erstmal um den Berg hier rumschlängeln. Stock nehme ich mit. Warum schweben hier überall Stockklingen durch die Gegend? Okay, die habe ich mal hinter mir gelassen, die Jungs. Dann stoßen wir jetzt doch tatsächlich mal hier so ein bisschen in Neuland vor. Am liebsten wäre mir ja hier eine Straße oder sowas. Dass ich auch mal sehe, wo ich hintrete. Schmetterlinge.
Oh, schon wieder ein Ameisenhaufen. Oder was? Hier gar keinen. Das Ding hier ist so ein Stein, dachte ich. Na super, hat es mich schon wieder erwischt. Oh, Vorsicht jetzt. Hier sieht es erstmal gut aus. Ich da noch weiter hochgekonnt? Ich weiß es nicht. Hier wird es schon wieder nichts mehr. Und wir gehen schon wieder Richtung Norden. Ich glaube, wir haben schon wieder verlaufen. So wäre es mir eigentlich lieber, aber ich müsste erst an diesem blöden Berg hier vorbei. Immer noch. Wenn es ganz schlimm kommt, muss ich zurück zu meinem Camp. Und da aus ist es, glaube ich, ein bisschen einfacher nach Süden zu kommen. Ich hätte gedacht, umrundest du das Ding mal. Pustekuchen, hier wird nichts umrundet. Spinne. Tot oder was? Die scheint tot zu sein. Und die hauen wir gleich weg hier. Wir brauchen Kohlenhydrate. Ich will nochmal eben gucken, ob ich außer dem Ameisenausschlag hier noch irgendwas anderes habe. Aber könnte ja gut sein, dass mich ein Egel erwischt hat. Mal meine Waden kontrollieren. Ja doch, hier ist glaube ich irgendwas dran. Ja, Egel. Okay. Wow. Spinne. Oh. So. Wir machen hier ein kurzes Päuschen. Und ich denke, wir sollten es bald geschafft haben. An den Eingeborenen sind wir ja nochmal ganz gut vorbeigekommen. Die haben uns nicht aus der Hose gehauen. Allerdings ist das hier mit der Wegfindung so eine Sache. Das ist zum einen nicht meins, zum anderen da ist schon wieder eine Schlange. Ich habe da hier irgendwas gehört. Ja, zum anderen ist es durch diese große Felskette hier auch nicht so ganz einfach. Und wenn man hier keine Karte hat und nicht weiß, wo es lang geht, hört sich das trotzdem nach einer Ausrede an. Ja, soll es nicht sein. Wir kriegen es hin. Beim nächsten Mal. Bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis denne. Ciao, ciao.